Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Captain. Wir haben in der letzten Folge dem Urlaubsplaneten Kallik oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, einen Besuch abgestattet und haben uns dazu entschieden, nicht der Indiana Jones Storyline zu folgen. Gleichwohl ist es natürlich so gewesen, dass es zahlreiche Anspielungen gab an Star Trek, sowohl der ersten als auch der zweiten Generation mit Jean-Luc Kirk und Captain Tiberius Kirk. Sei es drum. Tiberius Picard. Aber sei es drum, es hätte die Möglichkeit mit Sicherheit gegeben, das Artefakt mitzunehmen von diesem Planeten. Danach sahen Kim und Prani schon aus. Und das hätte aber die Zivilisation zerstört. Und das Artefakt hätte ein Sternfragment gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin auch damit zufrieden, wenn wir diese 300 Credits mitgenommen haben, mit denen wir uns das Maschinen-Upgrade jetzt hier im Trade and Pay Shop gekauft haben. Die Lage ist jetzt im Moment folgende. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, etwas über 100 Credits. Falls wir jetzt auf dem Nugget-Planeten etwas kaufen müssen, haben wir ein bisschen Geld. Ich hoffe, dass das reicht. Den Tromium-Stab haben wir zerlegt in drei Metallteile. Die braucht man üblicherweise, um Teile des Schiffs abzugraden, was wir ja nicht tun. Das finde ich total ärgerlich, dass wir da aus der Ressource nichts machen konnten. Aber wir erfüllen theoretisch schon jetzt alle Voraussetzungen, die wir uns eigentlich gestellt haben. Nämlich, wir wollten ja Ortis befreien und Eden wenigstens als Außenposten. Und wir müssen den Schmugglerport, also den Schmugglerposten, mehr oder weniger bezahlen mit 3 Sternfragmenten. Und eine Brennstoffzelle haben wir ja noch in der Quarantänestation. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt zur Erde fliegen. Wenn wir das tun, würden wir, und das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt, würden wir 84 Tage brauchen von hier aus. Das ist ziemlich gut, denn wir würden nicht... Moment, ich gehe nochmal zurück ganz kurz. Denn wir würden nicht auf das Space Gate angewiesen sein, ja, das von Leim aus kontrolliert wird mit der sogenannten Upper Space Technologie, während auf P im Moment, Lower Space Technologie, während auf P die Upper Space Technologie entwickelt wird. Aber hier in dem System ist im Moment noch der Nugget-Knoten unser nächstes Ziel. Hier fliegen wir jetzt 4 Tage hin, geschmeidig, und wir schauen mal, was uns da erwartet. Wir haben dem Nugget-Knoten ja schon einen Besuch abgestattet. Und ich hatte hier die Sorge, dass wir Geld brauchen, das wir im Moment nicht haben. Und deswegen haben wir den Kurs nochmal korrigiert und erstmal Geld zusammengetragen. Das hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir haben jetzt mehr als am Anfang. Guten Morgen, Captain. Ja, Schiff? Ich wollte nur, dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Das ist eigentlich ein schönes Zimmer. Aber wir gehen jetzt nicht durchs Schiff, wir nehmen den Shortcut. Im Orbit von Nugget-Knoten. Und wir können ja eigentlich sofort landen mit dem Shuttle. Wir wissen ja ungefähr schon, was auf uns zukommt. Und ich bin gespannt, was es gibt. Was für eine Staubhülle. Ach, hinten steht noch so ein Miner. Wir haben den Boden erreicht, Captain. Und kann ich zurück zum Schiff gehen? Was? Nein. Nein, du kannst jetzt nicht gehen. Warum willst du das tun? Es ist einfach so dreckig und staubig hier. Bleib einfach hier und warte auf mich, Shuttle. Ah. Shuttle wird zum Best Buddy in diesem Spiel, nehme ich mal an. So, das sparen wir uns. Also, meine Herren und Damen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen kurz vor dem letzten Kampf. So, das haben wir schon gesehen.
So, also jetzt bohren sie hier weitere Löcher in den Boden. Unglaublich. So, hallo Fremder. Auch den Dialog haben wir schon gehört. So. So, also den. Okay, danke. So. Schauen wir auf den Infobildschirm. Und hier war es der verfügbare Platz. In dem Wettbewerb können wir beitreten. Im Mondstein Cup wetteifern 6 Bergleute darum, die meisten Edelsteine von 3 ausgewählten Monden zur Basis zurückzubringen. Jeder Teilnehmer hat 10 Tage Zeit, um so viele Edelsteine wie möglich zu finden. Erster Preis 600. Das würde reichen für 2 Tromium-Behälter. Zweiter Preis 400. Würde reichen für einen. Dann hätten wir eigentlich unser Ziel erreicht. Wir hätten dann faktisch den Tromium-Behälter und das V3-Update. Anmeldeanfrage für den Mondstein-Cup erhalten. Bitte gib deinen vollständigen Namen an. Thomas Webb. Stetige Namen. Pommes Telmu. Nein, das ist falsch. Bitte bestätige den Namen Novang Wong. Nein, Thomas Welmu. Bitte bestätige den Namen Pommes Telmu. Bestätigen. Willkommen bei Mondstein Cup, Pommes Telmu. Ja, okay. Alle ein bisschen schwerhörig hier, oder? Bei dem Lärm. Wir hoffen, dass du eine tolle Zeit haben wirst und wir wünschen dir viel Spaß bei der Edelsteinjagd. Sir, könntest du bitte hierher kommen? Wie ich sehe, nimmst du am Mondstein Cup teil. Ja, das habe ich wohl. Endlich! Die Edelsteinpokale sind Wettbewerbe mit fester Teilnehmerzahl, also haben wir nur darauf gewartet, dass sich ein letzter Teilnehmer anmeldet. Und der letzte Anwärter bist du. Hast du schon einmal einen Edelstein Cup teilgenommen? Nein. Okay, also dein Ziel ist es, so viele Edelsteine wie möglich innerhalb des Zeitrahmens abzubauen. Der Zeitrahmen in diesem Wettbewerb ist auf 10 Tage festgelegt. Ja, zum Glück haben wir die Maschine. Da es sich um ein Mond-Event handelt, gibt es 3 spezielle Monde, auf denen du abbauen darfst. Du kannst in dieser Zeit so viele Monde besuchen und so viele abbauen, wie du willst. Am Ende der 10 Tage wird dein Minenbohrer nicht mehr funktionieren und du musst hierher zurückkehren. Die gesamte Bergbauausrüstung kannst du dir während des Wettbewerbs ausleihen. Noch Fragen? Nein. Die anderen Konkurrenten sind schon vor Tagen fertig geworden, aber nachdem du deinen Lauf beendet hast, können wir endlich den Sieger erklären. Du erhältst die gesamte Ausrüstung, die du brauchst, wenn du den Planeten verlässt. Wenn deine Zeit abgelaufen ist oder du das Gefühl hast, dass du genug Edelsteine gefunden hast, komm wieder zu mir und ich helfe dir, deine Ergebnisse einzutragen. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht, sie zu stellen. Das ist doch gut. So. Ah ja, okay, das sind die Preise. Tage übrig 10 gefunden, 0. 2 wichtige Nachrichten. Ja gut, das ist egal. Das hat man schon, ne? 1 Jahr 88 Tage. Gut, okay. So. Dann haben wir es eigentlich. Ich glaube, dann können wir erstmal aufs Schiff zurückgehen. Ja, wirklich ein spezielles Volk hier auf dem Planeten. Wenn ich da nochmal an Phantom Turf zurückdenke. Und den haben sie hier komplett zerbohrt zu diesem Wahnsinn. Einige Crewmitglieder haben einzigartige Fähigkeiten in Form von Kampfaktionen. Ja, ich kämpfe ja nicht, deswegen. Captain. Ja? Ich habe eine Nachricht vom Planeten erhalten. Sie scheint Informationen über einige kleinere Mondstandorte zu enthalten. Ja, das scheint richtig zu sein. Ich habe gerade an einem Erntewettbewerb teilgenommen. Könntest du diese Standorte bitte zur Sternkarte hinzufügen? Natürlich, das mache ich sofort. Na dann, ach nee. Oh. Dann schauen wir doch mal. Roter Mond. Grüner Mond.
Starten wir. Okay, 10 Tage haben wir Zeit. Schön, dass die Flugzeit reduziert ist. Also hoffe ich zumindest, dass es sich irgendwie niederschlägt positiv unsere Maschine. Captain. Ja, Schiff. Dies ist einer der Monde, die Teil dieses Edelsteinwettbewerbs sind. Wenn du dich für den Abstieg entscheidest, bekommst du von mir eine Barke, mit der du den Bohrer zu deinem Wunschort rufen kannst. Okay, danke. Dann landen wir doch mal. Ja, mal sehen, ob uns das gelingt mit dem ersten Platz. Das wäre natürlich toll. So glatt wie Seide. Also, Cappy. Hast du noch alte Fähigkeiten aus dem Bergbau, die du abstauben kannst, bevor du rausgehst und rumspielst? Nein, ich kenne mich mit dem Handwerk des Bergbaus. Natürlich, Captain. Ich bin ein raketengetriebener Aufzug. Warum sollte ich nicht wissen, wie man Monde abbaut? Hast du eine Idee, wie ich anfangen kann, diese Edelsteine zu ernten? Geh einfach zu einer Stelle, von der du glaubst, dass sie sich gut zum Bohren eignet. Dann kannst du den Bohrer zu dieser Stelle rufen, indem du auf dein Leuchtfeuer klickst, das du bekommen hast, bevor wir runtergegangen sind. Was muss ich tun, wenn der Bohrer angekommen ist? Ich schätze, du musst einfach den Bohrer anwerfen. Am Bohrer selbst befindet sich ein Bedienfeld. Es ist so eingestellt, dass er jeweils einen ganzen Tag lang arbeitet. Hast du eine Idee, wie man den Boden nach guten Stellen analysieren kann? Das ist kompliziert und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht mit dem Bodenanalysator, den du dabei hast. Hey, kein Grund, ein Idiot zu sein, Kumpel. Ich möchte nicht herablassend klingen, aber ich finde es oft sehr schwierig, mit dir zu reden. Der Analysator zeigte, wie der Boden beschaffen ist und wie gut der Bohrer funktioniert. Aber pass auf, dass die verschiedenen Orte unterschiedliche Mengen an Edelsteinen haben können. Ich glaube nicht, dass der Analysator das berücksichtigt. Aber hey, dein großer, brillanter Wissenschaftskopf wird sicher einen Weg finden, das zu entdecken. Wo kann ich das Ergebnis meiner Ernte sehen? Ich glaube, das Schiff hat die Wettbewerbsinformationen auf dein Infopad hochgeladen. Es ist auch mit dem Bohrer gekoppelt, also dein aktueller Vorrat an Edelsteinen wird dort jedenfalls angezeigt. Nun, ich glaube, ich verstehe das jetzt. Das könnte man meinen. So, dann steigen wir erstmal aus. Und wir haben hier ein Analysegerät. Moment. Und dieses Gerät zeigt nur Prozente an. An dieser Stelle scheint 80% zu sein. Da fragt man sich doch 80% wovon? Zeigt 80% an. Da steht aber schon ein Bohrer mit einer Menge Edelsteinen unten drunter. Wir gucken auch mal noch weiter. Was ist die vielleicht die? Bevor ich was falsch mache, die Barke rufe mit diesem Signal. 17%. Wow. Sieh dir diesen riesigen Haufen Gold an. Haha, das ist kein Gold. Ist es nicht? Nein, es ist nur Pyrit. Du weißt schon, Narrengold. Ich schätze, du bist ein Narr-Captain. Danke, Shuttle. Gern geschehen. Mann, du. Hätte ja Gold sein können. Ich hätte es gebrauchen können. Haha, das ist Pyrit. So. Und hier... 36%. Also mit anderen Worten, der Typ hier. Hallo. Hey. Das ist mein Platz. Ja, da wird schon wissen, warum. Ich
könnte jetzt auf dem anderen Platz bauen, aber schauen wir erstmal das hier an. Kann ich das nehmen? Ich nehme ein paar von denen auf einmal. Wie schade, dass es nichts wert ist. Hm. Vielleicht können wir das dem umgeben hier. Auf den Boden legen. Muss ich den hier veralbern? Oh, Moment mal. Du stehst anscheinend neben einem meiner Nuggets. Dir ist hoffentlich klar, dass er mir gehört. Ich grab schon den ganzen Tag an dieser Stelle. Klar, kein Problem. Okay. Der scheint sich über das Püree zu freuen. Hm. Dann kann ich ihn vielleicht weglocken. Mal so Hänsel-Gretel-Nummer. Ja, wenn das klappt. Ja, aber sonst gäbe es die Option hier nicht mit auf den Boden legen und so. Das ist schon... Da lenkt einen das Spiel schon ganz gut, finde ich. So. Oh. Moment mal. Du stehst anscheinend neben einem meiner Nuggets. Das ist ja hoffentlich da, dass der mir gehört. Ich grabe schon den ganzen Tag an dieser Stelle. Klar, kein Problem. Oh, noch eins. Okay, sehr gut. Der gehört auch mir. Da ist noch eins. Noch eins. Oh mein Gott. Wie konnte ich das nur übersehen? Das ist auch meine Stelle. Ich habe hier irgendwo Papiere, auf denen steht, dass das alles meins ist. Also ich glaube, ich räume mein Zeug erstmal hier rüber. Bin ich doch nicht böse. Dann bau du mal deinen Pyrit ab. So, das scheint hier eine gute Stelle zu sein. Dann rufen wir jetzt die Bohrerbarke. Taste drücken. Du kannst dein Bohrer über eine viel praktischere Schaltfläche auf dem Bildschirm aufrufen. Gut, okay. Da haben wir das beides da. Und dann Bohrzeit, Bohrer starten. Das war ordentlich. Ich habe ein paar Edelsteine. Es sieht so aus, als ob der Bohrer mein Ergebnis aufzeichnet. Und das Ergebnis wird auch direkt auf mein an mein Infopad geschickt. Schön. Ein Tag war immer so vorgesehen, ne? Wenn man noch sehen, ja, ja, das mehr wird gar nicht gehen. Und da hat es hier komplett ausgebeutet. Das ist gut. Also so die Anzahl von Diamanten mit der Prozentzahl. Okay. Dann probieren wir mal weiter. So, verlieren wir keine Zeit und fliegen weiter zum grünen Mond. Los. Kurs gesetzt auf grüner Mond. Reisezeit ein Tag. Das heißt, wir haben 1, 2, 3. Wir sind jetzt, wenn wir runtergehen, sind 4 Tage rum. Also wir sind auch ein bisschen schneller als wenn wir jetzt die Maschine nicht hätten. So, jetzt überspringen wir aber mal die Landesequenz hier.
So. Da steht auch schon einer rum. Okay, analysieren wir erstmal. Prozent. Also viele Steine, aber praktisch wenig Edelsteingehalt. So. 100%, aber wenig Steine. Hallo, oh hallo. Ist es eine gute Stelle, um Edelsteine zu finden? Oh, das ist eine der besten in der ganzen Gegend. Kann ich dir die Stelle abkaufen? Na klar, wenn der Preis stimmt. An wie viel hattest du gedacht? 100 Credits. Oh, ey, zum Glück. Okay, dann vergiss es. Wir schauen erstmal nachher rüber. Null. Sollte ich dem das wirklich abkaufen müssen? Prozent, aber sehr wenige. Also die Dichte ist hoch, aber das Lager ist sehr klein. Kaufe ich ihm das ab. Kann ich dir die Stelle abkaufen? Wenn der Preis stimmt, wie viel hattest du gedacht? 100 Credits. Wie wäre es stattdessen mit 80? Ich probier's mal. Ey, so viel haben wir echt nicht zu verschenken. Wer weiß, was auf dem letzten Planeten noch kommt. Da steht dann einer und sagt, ich hätte gern 40 und dann habe ich kein Geld mehr. Wie wäre es stattdessen mit 80? Sorry, ich habe leider nicht mehr als 100. Okay, dann sind wir uns einig. Gut, okay. Super. Dann bringe ich mein Schiff einfach aus dem Weg, damit du loslegen kannst. Gut, okay. Das lässt sich jetzt nicht ändern, wenn ich den ersten Platz bekommen will. Holen wir mal den Bohr. Und starten. Bohr starten. 135. Wie viel haben wir jetzt? Mondsteinkap. 263 haben wir. Das heißt, wir sind jetzt schon auf Platz 3. Wie viele Tage sind jetzt um? Wie viele Tage sind jetzt um? Dadurch, dass wir uns die Flugzeit sparen, Tage, 6 Tage sind noch übrig. Wir brauchen noch 1, 2, 3. 3 Tage brauchen wir noch. Mal gucken, was hier geht. Fünf, nee, es lohnt sich nicht. Wir fliegen mal noch auf den letzten Planeten. Und bauen dann dort so lange ab, wie wir noch Zeit haben. Oh, das war doch schon ganz ordentlich. Da können wir doch schon zufrieden sein damit. So. Du musst gegen niemanden kämpfen, um das Spiel zu beenden. Das habe ich auch nicht vor. Das habe ich auch nicht vor. So. Dann wieder ins Cockpit. Und auf zu Mond 3.
zu dem roten Mond. Wir fliegen einen Tag hin. Ja, das ist ziemlich super mit der Maschine. Da sparen wir sehr viel Zeit im Orbit von Roter Mond. Landen. Ich bin gespannt. Also wenn uns das gelingt, mit dem so, da steht der Nächste. Mit dem reden wir erstmal. Hallo. Ist es hier eine gute Stelle, um Edelsteine zu finden? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Aber ich hoffe es wirklich. Ich sah diese Kristalle oben auf dem Boden und dachte, es sei ein gutes Zeichen. Kann ich diese Stelle abkaufen? Ich schätze schon, wenn du es wirklich willst, wie wäre es mit 100 Credits? Schon gut, ich habe es mir anders überlegt. Habe ich das da anders reingelegt auf dem grünen Planeten? Diese Scheile scheinen 20% zu sein. Das ist zu wenig. Da haben wir genug Zeit. Also wir können an allen drei Stellen bohren. Und das machen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut geht. Aber dadurch, dass wir so schnell unterwegs waren. So, also bohre bitte. Okay, 63 Steine. Ein Tag verbraucht. Schauen wir aufs Infopad. 10 Tage haben wir. Scheinkap. 4 Tage haben wir übrig. 326 sind wir. Okay. Gehen wir mal hierher. Da wird nicht so viel rauskommen. Da sind wir jetzt bei 425 und 449 brauche ich. So, da bleibt uns noch die letzte Stelle. Hätten wir vielleicht doch das Ding kaufen sollen? Weil das hier sieht echt dünn aus. Oh Gott im Himmel. Komm, ich brauche nicht viel. Würde ich noch rausholen. Oh, das sieht echt nicht gut aus. 25. Wie viel haben wir? 54. Es ist so großartig. Also egal, ob ich das hätte kaufen müssen oder nicht. Ich hätte es mir nicht leisten können. Ich hätte auch, wenn ich jetzt bei dem anderen 80 gezahlt hätte, es wäre zu wenig gewesen. Aber da war schon, glaube ich, viel drin hier. Aber egal, wir können jetzt erstmal zurückfliegen. Weiß gar nicht, ob ich zurückfliegen muss. Das ist schwer sagen. So, dann fliegen wir mal nach Nugget-Knoten.
Ist egal, der Tag, auf den wir uns gewartet hätten oder hinfliegen, ist von der Sache her egal. Großartig. Ey, der ist wirklich komplett kaputt. So, wir landen. Und jetzt hoffe ich, dass Entschuldigung. Aus Versehen das Fenster gewechselt. So. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Sind die immer noch mit ihrem Presslufthammer unterwegs? Nee, die sind alle weg. So, Mr. Frag, kann ich dir noch bei etwas anderem helfen? Nein, nicht, nein, danke. So, Pommes 10, Platz 1. So, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Wie nerv hab ich hier? Mann auf dem Turm, den hab ich überhaupt noch nicht gesehen. Hallo da oben. Was? Ich kann dich von hier aus nicht hören. Was machst du da oben? Was? Bist du sicher? Das klingt gefährlich. Ah, ist schon gut. Das wird nix. Das wird nix. So, jetzt haben wir den Fokus nochmal. Hallöchen. Ich möchte jetzt mein Ergebnis anmelden. Super. Lass uns deine Edelsteine zählen und sehen, wie du abgeschnitten hast. Wow, du hast tatsächlich genug für den ersten Platz. Gute Arbeit, Mann. Danke. Hier, das hast du dir verdient. Et voilà, der erste Platz im Mondstein Cup. Ja, cool. Zeitverlust, okay, 10 Tage. Geldverlust, Geldgewinn. Ich glaube, ich bin jetzt um 500... Credits reicher mit dieser kurzen Exkursion und das wird mir sehr nützen. So, und wir starten. Sehr gut. Halbe Stunde investiert im Spiel. Und um 500 Credits reicher. Das ist eine ganze Menge Geld. Das ist eine ganze Menge Geld. Das freut mich sehr. Und jetzt geht es Richtung Lime and Pea. Was ist hier nochmal? Mit fast keinen Einwohnern. Also im letzten Walkthrough war es so, dass ich Kim nach Talaron gebracht habe. Und auf dem Planeten ist, glaube ich, tatsächlich wirklich nichts. Da ich Kim jetzt nicht dabei habe, spare ich mir das, glaube ich. Ich schaue nochmal schnell in den Trade and Pay, ob ich noch irgendwas verkaufen kann. Nein, das will ich ja alles nicht verkaufen. So. Energiekapsel brauchen wir nicht. Tromium für 300. 600. Ah, ich habe doch 636. Ah ja, ich habe... Okay. Okay, ich kam ja mit 100. Und dann fliegen wir natürlich hin und kaufen dort den Tromiumbehälter. Klar. Das ist schön immer. Entschuldige mich, Captain. Ja, Schiff. Ich wollte nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Das ist schön immer. Das hat irgendwie... Das ist stilsicher. So.
Hier hätten wir gern auch den Dialog, überspringe ich jetzt mal, weil den, das kennen wir schon. Baut Verbindung auf. Palette an Waren. Genau, ich hätte gern. Ich schau mal, was es sonst noch gibt. Verteiler, Energieverstärker, E-Kapsel-Konverter, Raketen, Raketenwerfer. So, brauchen wir alles nicht, weil wir nicht auf Waffe spielen. Das heißt, wir kaufen einen Tromium-Behälter. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch was anderes? Ich denke nicht. In Ordnung, einen schönen Tag noch. Wiedersehen. So. Das ging schnell. Und das nächste wird auch schnell gehen. Denn wenn ich Talaron nicht besuche, wonach es gerade aussieht, steht dann hier faktisch der letzte Akt im Limianischen Sektor an, nämlich Pea and Lime. Und deswegen fliegen wir zu diesem Trade and Pay, schauen uns erst nochmal an, was der auf Lager hat. Der hat auch noch einen Tromium-Behälter. Die Maschinen-Upgrades gehen nicht weiter. So, und da fliegen wir jetzt mal hin. Da fliegen wir jetzt hin. Um noch den letzten Tromium-Behälter zu kaufen, den wir brauchen. Dahin fliegen wir jetzt 12 Tage. So. Zwölf Tage. Da würde ich ohne die Maschine 36 Tage fliegen. So. Okay, die reden auch um dasselbe. Und wir kaufen hier einen Tromium-Behälter. Ja. Super. Na, ich denke nicht. Wir können das jetzt hier verlassen. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. So. Nach Pi fliege ich 6 Tage. Nach Lime fliege ich 4. Ich glaube, bei Lime wird getriggert, dass Ortis in Schwierigkeiten gerät. Deswegen fliegen wir jetzt mal nach Pi. Kurs gesetzt auf Pi. Vorsichtig Ankunft, 6 Tage. In der Zwischenzeit. General Eltons Schlachtkreuzer. Ich habe jetzt schon gedacht, ob wir mit jetzt. Sir. Ja, Rob. Oh. Was ist das alles? Stell dich nicht so dumm, Rob. Du weißt, was das alles ist. Das tue ich, aber ich verstehe es nicht. Was, Rob? Was verstehst du nicht? Es sieht so aus, als würdest du deine endgültige Verwandlung vorbereiten. Das ist korrekt. Aber wir haben noch keine ausreichende Stromquelle gefunden. Nicht korrekt. Nein? Nein. Ich habe die Kommunikationsprotokolle zwischen Space Fleet und Epsilon durchsucht. Vor einiger Zeit hat die Space Fleet versucht, 3 Brennstoffzellen von Epsilon zur Erde zu transportieren. Oh. Es war ein verzweifelter Versuch, die Union zu stoppen. Es ist gescheitert. Wenn ich mir eine Brennstoffzelle besorgen will, muss ich auf den Planeten Erde. Wie kannst du das wissen? Ich habe den starken Verdacht, dass eines oder mehrere dieser Babys in diesem Moment auf dem Weg zur Oedipus-Station auf der Erde sind. Oh, ich verstehe, aber was, Rob?
Warum führst du die Operation durch, bevor wir eine dieser Brennstoffzellen sichergestellt haben? Einfach. Das sieht ja schon gut aus. Es dauert lange, sich von dieser Operation zu erholen. Ach du meine Güte. Ist das die Maschine, die du benutzen willst? Ja, es ist der Clean Cut Master von Cloaked and Covered Corp. Und Rob, nach dieser Operation werde ich ein wenig verkrüppelt sein. Ich werde eine Zeit lang auf einen Rollstuhl angewiesen sein und das Schiff nicht mehr so gut steuern können wie bisher. Ich ernenne dich zum vorübergehenden Captain auf diesem Schiff. Oh, ich fühle mich sehr geehrt. Gut, du musst uns direkt zur Erde bringen. Okay, dann haben wir unseren Gegenspieler. Ich möchte keine Gelegenheit verpassen, mir eine dieser Brennstoffzellen zu besorgen. Natürlich. Sofort. Oh, ich kann nicht hier gucken. Guten Morgen, Captain. Ja, Chef. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke dir. So. Tag 209 im Orbit von Pi. Ich würde an der Stelle jetzt Schluss machen mit dieser Folge. Wir werfen mal noch einen Blick auf die Sternenkarte. Und ich bin in Summe sehr zufrieden. Also Pi und Lime scheinen jetzt ein neues Kapitel hier einzuläuten. Das sieht man so ein bisschen an der räumlichen Orientierung. Das waren sehr, sehr schöne Kapitel hier an dieser Stelle. Auf Fenton Pearce mit Samoa und Laza auf Kallik, wo wir hoffentlich die Greenfingers gerettet haben gegen Kim und Brainies. Und der Nugget Knoten ein bisschen irre. Einfach in irgendwelchen Munden rumgrabender Edelstein aus Spaß und zum Wettbewerb. Aber es hat uns 600 Credits eingebracht. Und mit den 600 Credits haben wir noch zwei Tromium-Behälter kaufen können, was nicht gerade wenig ist. Ohne Waffen halte ich mich aus der Piratenzone genauso raus wie aus vom großen Generalzentralschrottplatz. Wer weiß, was da auf mich zukommt. Und ich würde. Das feindliche Schiff in diesem Gebiet entdeckt. Ich schaue mal ganz schnell, welche das sind. Feind erkannt. Feindgruppe. Eine Abfangkapsel. Aber ich habe keine. Ich habe nicht eine Waffe an Bord. Also es ist lächerlich. Ich brauche überhaupt nicht. Kann ich vergessen, ja. Brauche ich nicht probieren. Also, auf den Schrottplatz werde ich nicht fliegen. Und der Sonnenplaster ist jetzt faktisch am Beginn der äußeren Region, während wir den Lymianischen Raum schon fast durchquert haben. Wie lange würden wir von Pi aus zur Erde fliegen? 67 Tage. 67 Tage. Du kannst dein Ziel aufgrund der äußeren Barriere nicht festlegen. Ah, Mensch, ey, wenn das 12 Tage wären, dann würde ich es genau schaffen. 62 Tage bis hier. Das ist schwierig. Ich hoffe, dass sich das alles gut ausgeht, also dass wir das gut hinbekommen. Aber wir werden das nicht heute tun, sondern erst in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht jetzt auf Pi und der Weltraumausstellung zum Upper Space, zur Upper Space Technologie. Und was ich mit dem Space Gate mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich weiß nur, dass da die Flotten der Union hindurch zur Erde kommen.
Ach, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.